herzlichen Gruß alle Zuschauer und Zuschauerinnen aus der ganzen Welt. Ich danke Gott. Sie hören und schauen ihre Knechte Mwovidoji Paul. Ich bin Lauter, ein Gebetszentrum in Kbovezio. Das liegt in Norden, das ist in Togo. Ich informiere Sie, dass unser heutiges Thema die Zunge lautet. Die Zunge ist einer der wichtigsten Körperteile. Ich betone, die Zunge ist wertvoll im Leben. Jakobus hat uns daran erklärt. In 1. Buch Jakobus Kapitel 3 von 9 bis 10. Jakobus Kapitel 3 von 9 bis 10 steht geschrieben. Mit ihr preisen wir den Herr und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und denselben Mund kommen Segen und Fluch. Mein Bruder, so darf es nicht sein. Lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprügeln? Kann denn, mein Bruder, einen Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock feigen? So kann auch eine salzige Quelle kein süßes Wasser hervorbringen. Also, Jakobus wollte uns sagen, aus einem und denselben Mund kommen Segen und Fluch. Die fluchende Zunge, sagt Jakobus. Ich kann euch sagen, eine Quelle, aus der salziges Wasser kommt und aus derselben Quelle süßes Wasser kommt, oder ein Feigenbaum, der Oliven trägt. Kein Feigenbaum kann niemals Oliven tragen und ein süßes Wasser kann niemals aus der salzigen Quelle kommen. Er vergleicht die Zunge mit den beiden Quellen, ein süßes und ein salziges Wasser. Er hat auch die Zunge mit dem Feigenbaum und dem Weinstock verglichen. Mit einem Wort kann man sagen, ein Mangobaum kann nie aus den Zitronen kommen. Er wollte einfach sagen, ein süßes und ein saftiges Wasser kommt nicht aus einer Quelle. Durch dieses Beispiel wollte Jakobus von den Menschen sprechen. Meine liebe Damen und Herren, die Zunge ist gefährlich und jeder soll sich gut verhalten, damit die Zunge ihm etwas Süßes ausspricht. Im Buch des Genesis, Kapitel 9, steht geschrieben, also warum leiden die Nachkommen? Ham, der Vater Kanas, sah die Blöße seines Vaters, erzählt davon draußen seinen Brüdern, also Noah, aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was ihm sein zweiter Sohn angetan hatte. Sagt er, verflucht sein Kanan, der niedrigste Knecht sei er seinen Brüdern. Ihr Vater hat ihm auch gesagt, alle Orte, zu denen sie gehören, wurden weggenommen. Also heutzutage wurde Kanan weggenommen. Es steht in der Bibel geschrieben, was der Vater gesagt hat, wird geschehen. Mit einem Wort kann jemand etwas Hartes aussprechen. Aber man soll darauf aufpassen, um die angenehmen Momente auszuwählen. Das kann von unseren Freunden, Kindern, Frauen und unseren Nachkömmlingen profitieren. Wenn man über Geschenknisse nachdenkt, da soll man dreimal beim Benutzen die Zunge überlegen. Du bist eine süße Quelle und du kannst niemals eine salzige Quelle werden. Aber das war in der Bibel geschehen.
Gott kann diese Situation verändern. Wenn wir nur Gott anhören, kann er für uns alles machen. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit im Namen Jesus Christus. Also bis bald für eine neue Predigt.